Een hartelijk welkom in deze barre tijden, waar het gemene griepgolf drastisch rondwaart, maar vanmiddag even niet. Waarom niet? Omdat u allemaal verstandige mensen bent. Niet bevreesd, maar wel wijs. Dus we houden een beetje afstand. We zijn beren gezond toen we hier kwamen. We drinken een straffe borrel en dan zal het waarachtig wel gaan. Ja, de Barbie. Ik heb er vroeger ook mee gespeeld. Van alles maakten ze mee. Samen met mijn knuffels en mijn babypoppen reisden ze door het sterrenstelsel van Hufnuk en weer terug. Ze moesten vaak opschieten, anders kwamen ze te laat op school, maar ze redden het altijd. Vanwege hun lange benen konden ze van al mijn speelgoed het allerhardst rennen. Zo af en toe riep mijn moeder tussen mijn spel door dat iemand met zulke smalle heupen in het echt niet rechtop zou kunnen staan. Daar kon ik me wel wat bij voorstellen, want mijn Barbiepoppen zelf vielen ook erg vaak om. Laten we snel gaan kijken naar wat het Stadsmuseum nog meer aan Barbies te bieden heeft. Hierbij verklaar ik deze expositie voor geopend. Ja, ich habe in meiner Kindheit immer gespielt, habe sie dann weggepackt und habe sie dann für meine Tochter wieder rausgeholt. Und das war dann so die Kindheitserinnerung. Und dann fing die Sammelleidenschaft an. Und von einer ist es ganz viel geworden. Wie viel sind es jetzt? Mittlerweile sind es 18.000 Barbie-Puppen. Ich stehe auch im Guinness-Buch der Rekorde, aber ich mache ganz viele Ausstellungen damit. Ich arbeite auch am Ratinger Spielzeugmuseum und mache da auch viele Ausstellungen und so. Und dann habe ich gedacht, naja, so mit Barbie mal eine Ausstellung zu machen, das ist ja auch was Tolles, weil das so vielseitig ist. Es gibt Sport, es gibt Berufe, es gibt Designer, man kann die Jahrzehnte ausstellen. Das ist ein Spiegel unserer Zeit, unserer Wirklichkeit. Und deswegen ist es so interessant, nicht nur für Frauen oder für Mädchen, auch für Männer. Es gibt auch genauso viel männliche Sammler wie weibliche Sammler, weil das wirklich so ein Stück unseres Lebens ist. Ja, und da es so viele Bereiche gibt, braucht man natürlich auch sehr, sehr viele Puppen. Ja, was ist der schönste Puppe, das du hast? Also für mich die schönste Puppe sind die aus den 60er Jahren aus meiner Kindheit, weil das meine Kindheitserinnerung ist. Da hat man natürlich einen ganz anderen Bezug. Das kommt immer so drauf an. Der eine sammelt die 70er, der eine der 80er, je nachdem, wann er geboren ist. Oder einer, der nie Barbies gehabt hat, der kauft eben das, was er schön findet. Aber die anderen, schön sind sie alle. Also ich kaufe immer wieder neue. Ja, also es hat noch nicht wieder aufgehört. Also ich finde immer wieder was. Ich denke dann schon mal immer, ach, das brauchst du jetzt nicht. Und dann denke ich mal, ja, was braucht man eigentlich wirklich, ne? Naja, das sind dann immer so die Sachen, die man dann immer erzählt.